Hallo zusammen. Wer erinnert sich noch an diesen Ausschnitt? Wenn etwas entdeckt wird, was mit der Evolutionstheorie nicht zusammenpasst, was glaubt ihr passiert da? Natürlich, da kommt das Militär und die Regierung und sie beseitigen diese ganzen Sachen oder zerstören an Ort und Stelle. Es darf nicht herauskommen, dass die Evolutionstheorie ein Riesenschwindel ist. Und ja, ich will nicht wissen, wie viele Sachen in solchen Pyramiden oder Tempeln entdeckt wurden, die mit der Evolutionstheorie, dass früher alle dumm und primitiv waren, nicht zusammenpasst, aber sie werden vernichtet oder beseitigt vom Militär, wenn sie gefunden werden. Dass die Wahrheit herauskommt. Genau, das ist Bruder Silvio oder Silviu oder wie auch immer er sich heute nennen mag. Und diese Aussage ist, um es freundlich zu sagen, bedenklich und um es konkret zu sagen, schlichtweg falsch. Aber das ist bei Verschwörungstheorien üblich. Und ich möchte einmal die beiden Hauptpunkte dieser Verschwörungstheorie aufgreifen, um zu zeigen, wo hier genau der Denkfehler liegt. Und wenn man die beiden Punkte zusammenfasst, hört sich es etwa so an. Wenn etwas entdeckt wird, was mit der Evolutionstheorie nicht zusammenpasst, da kommt das Militär und die Regierung und sie beseitigen diese ganzen Sachen. Also der Punkt 1 ist, alles was der Evolution entgegensteht, wird sofort ausgemerzt. Und Punkt 2 ist, das machen die Regierung und das Militär. Einige von euch mögen die Fehler schon sehen, aber ich werde sie trotzdem einmal durchgehen. Das Problem mit dem ersten Punkt ist, dass die Evolutionstheorie eine wissenschaftliche, sich selbst korrigierende Theorie ist. Das heißt auf gut Deutsch, wenn falsche Informationen in der Evolutionstheorie auftauchen, werden sie herausgeworfen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Piltdown Man. Der Piltdown Man war eine nach damaligem Stand der Wissenschaft total überzeugende Fälschung, bis man dann mehr und mehr Fossilien gefunden hat, die besagen, ja, irgendwie passt Piltdown Man hier nicht rein und er hat sich dann als Fälschung rausgestellt. Also auch wenn Täuschungsversuche unternommen werden und absichtlich falsche Informationen in die Evolutionstheorie reingebracht werden, fällt auf, dass Evolution mit diesen falschen Informationen keinen Sinn macht, also werden sie nach und nach rausgefiltert. Genauso hat sich unter anderem das Bild von Dinosauriern in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Von kaltblütigen großen Echsen bis hin zu halb warmblütigen gefiederten Halbvogeldingern. Also ist es nicht so, dass Evolution eine starre Theorie ist, die alles abschmettert und alle Informationen ausmetzt, die ihr nicht gefallen. Das Problem, dass Regierung und Militär dafür verantwortlich sind, ist zweierlei. Zum einen haben viele Staaten, wie beispielsweise die USA, die doofe Angewohnheit, relativ viele Leute in hohe Ämter zu wählen, die zufälligerweise gegen die Evolutionstheorie sind. Was darin resultiert ist, dass mehrfach versucht wurde, Kreationismus in den Lehrplan zu packen, damit man es Kindern beibringt. Und das zweite Problem ist ein rein logisches Problem. Wenn jeder Beweis gegen die Evolutionstheorie, von denen es angeblich Tausende gibt, systematisch ausgemerzt wird, von der Regierung und dem Militär und allem anderen Illuminati-Zeug, was man so finden kann. Dann ist meine erste Frage, warum gibt es immer noch sehr viel frei erhältliches Kreationistenzeug überall zu finden? Und meine zweite Frage ist, warum hat niemals irgendwer was erwähnt? Wir haben hier Millionen und Abermillionen von Leuten, die tagtäglich ein Geheimnis hüten, das die Welt zerstören würde, wenn man diesen Leuten glauben darf, die Verschwörungstheorien haben. Aber niemals sagt irgendjemand was. Es ist vollkommen unrealistisch, dass Millionen und Abermillionen von Leuten tagtäglich mit IT und anderen geheimen Sachen arbeiten und niemals irgendjemand irgendwem davon erzählt hat. Und dasselbe gilt für alle anderen Verschwörungstheorien. Ob jetzt Chemtrails, eine schwule Weltordnung, Chemikalien, die Frösche schwul machen oder was auch immer. In allen Fällen ist die Grundaussage falsch. In diesem Fall Evolutionstheorie wird niemals irgendwie verändert oder angegriffen oder bla 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 bla. Und zum anderen ist es immer ein unheimlich weites Netz von Illuminati und Freimaurern und Geheimagenten, die seit Hunderten von Jahren agieren. Und niemals hat irgendjemand was gesagt und es gibt keine Beweise für die Existenz dieser Gruppen oder für die Arbeit dieser Gruppen, aber sie existieren voll richtig, total, weil ich schwöre. Und zusammengefasst sind Verschwörungstheorien eigentlich nur ein lustiger Weg, um zu sagen, ich habe keine Beweise, weil es keine Beweise gibt, weil they in großen bunten Anführungsstrichen nicht wollen, dass ich Beweise habe. Und weil ich keine Beweise habe, habe ich recht.